Eine von den Hebammen in Neuperlach zu spät gekommen, weil ich einen Hausbesuch zwischenschieben musste. Deswegen habe ich den Anfang verpasst und weiß nicht, inwieweit ich mich jetzt wiederhole. Erstmal großes Dank an alle UnterstützerInnen, die ich jetzt hier schon so erkenne. Von Rio Brot und Rosen, Klasse gegen Klasse, Herr Rindersbacher, hinter mir noch. Hier ist eine Kurz von den Grünen und natürlich alle Kolleginnen, die hier stehen. Und alle die Linke von Stefan Jage Zündung, alle die den Stefan Jage vertreten und alle, die ich jetzt vergessen habe. Ich wollte gerne direkt auf den Herrn Rindersbacher noch antworten. Und zwar, die Vorrednerin hat eben auch schon gesagt, das Recht auf die freie Wahl des Geburtsorts, das ist rechtlich verankert. Jede Frau hat rechtlich gesehen die freie Wahl. Nur wenn wir keine Wahl haben, weil es keine verschiedenen Krankenhäuser, keine verschiedenen Level gibt, keine außerklinische Geburtshilfe, wenn einfach die Wahl nicht da ist, dann gibt es oder dann ist das Recht hinfällig. Und deswegen bedeutet es, wenn es rechtlich verankert ist, dann muss man auch dafür sorgen, dass eine Wahl vorhanden ist. Was man nicht tut, wenn man verschiedene Standorte schließt oder verschiedene Level oder zusammenlegt, dass ein Level verschwindet, das zur Wahl stünde. Was bedeutet, einen Standort letztendlich zu schließen, zusammenzulegen, wie auch immer das offizielle Wording ist, habe ich heute erlebt bei einer Frau, die ich besucht habe, die eigentlich in München angemeldet war, mit der Klinik in Kontakt war, dann letztendlich in die Geburt gegangen ist und es gab keinen Platz für sie in dieser Klinik. Und sie wurde außerhalb nach München verlegt, nach Starnberg. Wie weit ist Starnberg weg? Weit. Man muss weit dafür fahren, es sind weite Wege. Der Partner kann vielleicht nicht aufgenommen werden, muss jeden Tag diese weiten Wege auf sich nehmen. Wenn es noch Kinder in der Familie gibt, muss man sich komplett zerreißen für die Kinder, die schon zu Hause sind, für das Neugeborene, das da intensiv versorgt werden muss. Das ist eine Situation, die in meinen Augen nicht tragbar und vor allen Dingen nicht wünschenswert ist. Und was es bedeutet, wenn wir den Standort Neuperlach schließen, dann bedeutet das auch, dass eine Verlegungsmöglichkeit in München einfach wegfällt. Weil natürlich soll der Neubau mehr Geburten, mehr Frauen aufnehmen können, aber wenn voll ist, ist voll. Räumlich gesehen, aber auch wenn man nicht ausreichend Personal hat, um die geplante Zahl von Geburten und Frauen betreuen zu können, dann kann man auch niemanden aufnehmen und ordentlich, adäquat, zur rechten Zeit so betreuen, wie es vorgesehen ist im Hebammengesetz und in unserer Berufsethik, sag ich mal, aus dem Grund raus, warum wir Hebammen geworden sind. Insofern ist ein Standort zu schließen, die Tür zu schließen, auch ein Problem für alle anderen Münchner Häuser, für alle, die rings um München wohnen, gebären möchten, betreut werden möchten. Und wie der Herr Rindersbacher auch schon erwähnt hat, auch den Landkreis. Wir haben einen riesen Einzugsbereich aus dem Landkreis, weil dort, was ist da passiert, da ist schon wahnsinnig viel geschlossen worden. Das heißt, es gibt einfach kaum mehr Auswahl. Das ist das, was ich heute noch mitgeben möchte. Und hiermit ist das Mikrofon gerne wieder frei an. Erwarten Sie, ich übergebe an Susanne Kurz, die ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, hier in Neuperlach. Ja, genau. Hier in Neuperlach, weil ich nämlich zwei meiner vier Kinder fast in Neuperlach bekommen hätte. Fast in Neuperlach, weil das eine dann doch zu Hause auf die Welt kam und das andere hat es besonders eilig. Da habe ich im Oskar-Maria-Graf-Ring gewohnt. Die Ortsansässigen wissen, das ist nur schräg gegenüber und wir haben es nicht mehr über die Straße geschafft. Aber die Nachgeburt hat es noch über die Straße geschafft und das Baby auch, genau. Also bei dieser an und für sich ja traurigen Perspektive, die wir haben, die wir immer probieren, natürlich zu einer guten abzuwenden, ist es vielleicht ganz schön, dass so eine Geburtsstation auch ganz viele Erinnerungen birgt. Solche Erinnerungen, wie die ich jetzt erzählt habe, aber auch Orte. Ein Ort, an dem man geboren wurde, der Ort ist dann hinterher weg, den gibt es nicht mehr. Und dieser Ort ist nicht nur wichtig, weil dann geboren in München oder im Landkreis oder sonst was dort steht, sondern dieser Ort ist auch wichtig, weil der ganz viel auch mit der Identität zu tun hat und mit dem Ort, wo man verwurzelt ist. Als ich mein erstes Kind bekam, war ich Studentin. Ich habe gewohnt in einem winzigen Studentenwohnheimszimmer, hier nicht weit weg von. Und ich hatte kein Auto, weil ich kein Auto bezahlen konnte. Wer jemals probiert hat, von hier mit dem ÖPNV nach Harlaching zu kommen, der weiß, dass wenn man kein Geld hat, ein Taxi vorzustrecken und kein Geld hat, selber ein Auto zu finanzieren, dass es nicht möglich ist, mitten in der Nacht als Schwangere nach Harlaching zu kommen.
Wir haben hier nicht nur meinen Landtagskollege Markus Rindersparat schon gesagt, eine Stadt so groß wie Ingolstadt. Wir haben hier auch den jüngsten Stadtviertel, das jüngste Stadtviertel, den jüngsten Stadtbezirk in ganz München. Ich bin auch mit meinem örtlichen Parteivorsitzenden Dadan Kolic hier gekommen, weil ich auch sehr dankbar bin, dass ihr hier vor Ort, auch mit unserer Bundestagsabgeordneten Saskia Weishaupt vor Ort, die Gesundheitspolitik und Frauengesundheitspolitik macht, dass ihr euch hier einsetzt. Weil es nämlich gerade für junge Menschen, die noch eine Familie gründen, was Wichtiges ist. Deshalb wollte ich, Markus Rindersparat hat schon so viel gesagt, ich wollte noch mal ein paar andere Fakten dazufügen. Im Bundeshaushalt wurde jetzt insbesondere aus Saskias Timeline beschlossen, dass für Geburtskliniken und für Geburtsstationen es Geld gibt. 2023, 120 Millionen sind da in den Haushalt rein verhandelt und da geht es speziell um sowas, was wir hier haben. Das heißt, es ist irgendwie auch nicht das Problem der Geburtshilfe, dass es den München Kliniken schlecht geht. Das ist mir was ganz, ganz Wichtiges, weil ich sehe das auch, das hat ein Redner vorhin schon gesagt, als feministisches Problem. Es ist nicht nur ein Problem, wenn man arm ist und wenn man nicht mit dem Fahrrad mitten in den Wehen nach Harlaching radeln kann, wie man das sonst macht, ja? Sondern es ist auch ein Problem, wenn man eine Frau ist, die selber entscheiden will, wie, wann und wo ihre Kinder geboren werden. Ja, ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich habe mich für mein letztes Kind für eine Hausgeburt entschieden, weil die anderen so schnell waren, dass ich wusste, ich schaffe es sowieso nicht mehr. Und in den 4 Geburten habe ich sehr viele andere Kliniken kennengelernt, weil nämlich die Kliniken, die ich ausgewählt hatte, nicht verfügbar waren. Ich wurde dann immer irgendwo hingebracht, fremdbestimmt. Das bedeutet, ich kenne euch, ich kenne aber auch das Recht der Isar, ich kenne Harlaching und ich kenne Großhadern. Und ich weiß, dass eine Station, wo über 4000 Geburten, wo Achtlinge, wo Sechslinge permanent das Tagesgeschäft sind, dass so eine Station anders arbeiten muss. Natürlich ist es gut, dass wir auch diese Station haben, aber wir brauchen auch eine Station, wo gesunde Frauen in einer familiären Umgebung frei entscheiden können, dass sie dort ihr Kind zur Welt bringen, auch Frauen, die kein Geld haben, das Geld für ein Taxi nach Harlaching vorzustrecken. Wir haben mit unserem Bezirksausschuss, sowohl hier, Helena Schwingermann wird gleich auch noch was sagen, nehme ich an, als auch drüben im Bezirksausschuss des Nachbarbezirks, einstimmig mit allen Fraktionen beschlossen, dass wir diese Geburtsstation hier erhalten möchten, diese Wöchnerinnenstation erhalten möchten, weil es uns wichtig ist, weil wir viele sind, weil wir das brauchen. Ich hoffe sehr, dass uns gelingt, dafür eine pragmatische Lösung zu finden. Die Frauen brauchen die Lösung ganz, ganz dringend. Danke.